So, Xio hier zurück mit Kingdom Hearts, Chain of Memories. Im letzten Part hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Panzerrüstor in Travistown, haben ihn aber dann mit einer überlegenen Strategie besiegt und jetzt sind wir hier in Agrabah und wollen diese Welt dann auch möglichst baldig abschließen und da haben wir einmal einen geraden Gang darüber und dann können wir direkt zum Boss gehen. So, dann gehen wir doch gleich mal weiter. Boah, was macht man da? Starke Initiative fand ich eigentlich immer cool, weil man dann die Gegner sehr, sehr easy zerlegen kann. Ich habe mir auch angeschaut, was die Böllerwampe kann. Und zwar kann man mit der Karte, also wenn man Gegner von hinten trifft, macht man ihnen mehr Schaden. Und beim Panzerrüstor und die Reichweite unserer Angriffskarten wird etwas erhöht. Nehmen wir mal die hier. Auch eigentlich ganz praktisch. Ey, hast du mir gerade hier einen Blitz drauf gehauen? Kann ja nicht sein. So. Na, Sinister Folger finde ich gegen so viele Gegner eigentlich gar nicht so gut, weil das... Bist du fokussiert? Dann machen wir es einfach. So. Hat doch alles ganz gut funktioniert. Machen wir das mal kaputt. Ein paar HP-Kugeln wären vielleicht nicht verkehrt. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. So. Wir nehmen mal... Oh, ja, jetzt können wir die Böllerwampe nehmen, weil den muss man ja eh von hinten angreifen. Na gut, aber die sind ja alle... Hier durch die starke Initiative, wenn man vor den Vorkampfbeginn eben den Gegner trifft, dann nehmen die schon mal massivst viel Schaden. Und dann können wir die meisten eigentlich one-hitten. Das ist, denke ich, ganz cool. Ich frage mich nur, wie genau uns die Böllerwampenkarte gegen Jafar zum Beispiel jetzt hilft. Also klar, gegen andere Böllerwampen funktioniert das natürlich super, möchte ich nicht bestreiten. Aber gegen den Boss hier? Weil man muss ja nicht drüber reden, dass das Jafar sein wird, ist ja klar. Oh, naja. Machen wir mal die Reichweite wieder hoch. Das ist schon irgendwie geil. Mit so einem Wisch werden einfach mal alle Gegner irgendwie weggehauen. Einfach immer feste drauf. Und direkt noch ein Level-Up hinterher. Sehr schön. Okay, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen nochmal Maximum SP. Kann nicht schaden, wenn wir den Modus länger haben. Das ist schade. Okay, Böllerwampenkarte. Autsch. Oh yes. Also ich bin uns wirklich... Also der Sinister-Modus, ich finde den schon sehr, sehr cool. Der sieht halt auch... Ich finde diese Rüstung auch einfach ziemlich stylisch. Die hat schon was. Die hat mir schon vom Design immer sehr gut gefallen. Aber wusstet ihr, es gibt in Pokémon Kolosseum gibt es einen Charakter, einen der Bösewichte, Jakira heißt der, glaube ich. Und dessen Rüstung oder... Ja, das Rüstung ist eine Klamotten... Also er hat so einen Anzug an, so einem Bodysuit und der sieht beinahe genauso aus wie die Sinistra-Form von Grico. Das finde ich schon irgendwie sehr interessant. Den müsst ihr mal raussuchen. Das ist, ich fand das irgendwie ziemlich witzig. Wir können aber mal ganz kurz was nachschauen. Kombi-Taste? Belege die Kombi-Taste mit einer Karte in einer Wahl. Okay. Okay, wir können mal kurz unsere Manöver einsehen. Nämlich den Sinistra Hieb, drei Seelenfänger mit einem Wert von 5 bis 15. Also alles diese Kombis gehen nur im Sinistra-Modus natürlich. Den haben wir schon gesehen. Also Rico stützt sich immer von oben auf die Gegner. Sinistra Folger ist die Feuerkugel 16 bis 25. Und dann die Sinistra Aura. Da brauchen wir 27, also 3 9er-Karten. Ist aber auch Ricos stärkste Attacke. Dann haben wir Mikis Mirakel, also die Miki-Karten. Der König regeneriert deine LP, betäubt und verwundet Gegner und stockt Karten nach. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Die Sanctus-Salbe, da drehen sich die beiden im Kreis und feuern Schüsse ab. Und die Kehrsalbe, was ist das? Achso, das ist dann im Sinistra-Modus. Da benutzt Rico dann dunkle Angriffe. Also der Impuls beim Duell. Wirf Feinde in die Luft, bevor du sie auf den Boden knallst, um mehrere Gegner zu verletzen. Gewinne ein Duell, in dem du 3 Karten stechen musst. Malstrom, in dem du 5 Karten stechen musst. Und Bombardement ist, wenn man 7 Karten stechen muss. Wow. So, sind wir die ganzen Manöver auch mal durchgegangen. Das sind auch wirklich schon, das sind wirklich alle Manöver. Mehr kommen nicht mehr. Mehr brauchen wir auch nicht.
um hier die Gegner zu zerlegen. Er braucht schon Manöver. Ist das aber... Ist es schon ein bisschen edgy, wenn Riku so voller Inbrunst schreit? Darkness! Oder denke ich mir das nicht nur? Oder bin nur ich, dass sich das denkt? Aber naja, es ist halt mega cool. Also mir gefällt das. Wie gesagt, bin ja auch ein Fan dieser Rüstung. So. Den hier noch. Ah, dann nehmen wir die Böllerwampenkarte hier. Oder... Moment, mach mal. Machen wir es mit der Karte. Da treffen wir die Leute leichter. Da die Gegner ja schon alle extrem geschwächt waren hier. Wir kriegen aber gut Erfahrung auf jeden Fall. Das kann man schon sagen. Nehmen wir mal die schwache Dunkelheit einfach. Haben diesen Raum ja dann gut zerlegt auf jeden Fall. Ich denke, wir können eigentlich schon ein sehr gutes Pensum hier fahren, wenn wir sagen, eine Welt pro Part. Einige Kämpfe machen, bisschen Erfahrung sammeln, Level-Ups und so weiter. Und dann müssten wir eigentlich auch den Boss immer gut legen können. Wenn wir nicht ganz unvorbereitet reingehen. So, hier mal alles nachladen. Wen willst du heilen? Du bist hier alleine. Wenn dein ganzes Team tot bist und du der Einzige, beziehungsweise wenn du siehst, wie dein ganzes Team abgeschlachtet wird, aber du nur ein Barde bist. So muss sich der wahrscheinlich gerade gefühlt haben. Nur ein Gegner. Da kommt das ganze Team. So, jetzt schauen wir uns mal die Sanctus-Seite an. Die haben wir noch gar nicht in Einsatz gesehen. Ja. Das ist nicht schlecht. Kann man lassen. So, jetzt probieren wir auch nochmal die Kehrsalbe aus. Die hält wesentlich länger und sieht sehr, sehr, sehr stylisch aus. Denkst du? Hat er gedacht, er kann hier so einen Angriff draufhauen? Aber so nicht, mein Freund, so nicht. Komm. Wie viele Erfahrungspunkte fehlen mir denn eigentlich noch? Werden wir bestimmt gleich sehen. Ja, nichts. Ja, wir haben das Level ab. Ging schneller als erwartet. Also in Travis Town zum Beispiel hat es echt gefühlt ziemlich lange gedauert, bis man mal ein Level abbekommen hat. Okay. Habe ich wieder Angriffskraft oder? Ja. Dann gleich wieder auf die Angriffskraft. Also ich finde, es macht schon am meisten Sinn, wenn man sich mit Riku immer die Angriffskraft holt. Weil es ja auch mit einer der relevantesten Werte ist. Weil wir können ja unser Set nicht mit stärkeren Karten irgendwie aufstocken und die Angriffskraft ist eben die einzige Möglichkeit, unseren Schaden zu steigern. Also abgesehen jetzt von dem Sinistra-Modus. Und außerdem haben wir das ja auch nur für alle paar Level-Ups zur Verfügung. Also da die Priorität immer drauf zu setzen, halte ich eigentlich nicht für verkehrt. Haben wir dann noch. Okay. So, sehr schön. So gegen die ganzen Mob-Gegner ist der Sinistra-Hieb schon echt ziemlich stark, kann man nichts sagen. So, dann mal auf in den nächsten Raum. Was haben wir denn hier? Roulette-Raum. Haben wir? Okay, das ist irgendwie doof. Der Angriffskarten an Wirkung gewinnen, heißt es. Da habe ich mich schon mal gefragt, war das so, dass jetzt diese Karte einen höheren Wert hat oder dass ich mehr Schaden verursache? Das werden wir jetzt ja gleich sehen. Ja, sie haben, ich habe einen höheren Wert. Okay, Böllerwampe. So, wäre die schon mal weg. Und ich glaube, für ein weiteres Level-Up vor dem Bossfight reicht es wahrscheinlich nicht mehr. Gut. Also gegen die ganzen Mob-Gegner, da basht man sich einfach so durch, ne? Das macht mit Riku schon sehr viel Spaß. Aber könnt ihr mir auch gerne mal eure Eindrücke sagen. Also wie, was haltet ihr bisher von so den ganzen Riku-Gameplay? Also ich finde das halt einfach irgendwie mega entspannt und mega cool. Es geht so schön von der Hand und es schaut cool aus, vor allem. Weil Riku auch einfach insgesamt ein richtig cooler Charakter ist. Da kann man auch einfach nichts dagegen sagen. Gerade jetzt, wenn man sich seine Entwicklung dann in diesem Spiel ansieht. Und dann auch in den Folgeteilen. Also allgemein, Riku ist einfach
Best Boy. Er ist zwar nicht mein Lieblingscharakter in dem ganzen Spiel, muss ich ehrlich sagen, aber er ist halt auch trotzdem einer der absolut coolsten. Da war ich immer bei jedem Kingdom Hearts Teil immer mega gehypt, wenn ich gesehen habe, oh mein Gott, man kann als Rico spielen, das fand ich immer total spannend. Und entsprechend eben auch in diesem Spiel habe ich mich auch sehr darauf gefreut, endlich als Rico spielen zu können. Schade ist, dass man nicht wie Repliku diese Attacke machen kann, bei der er diese wirbelnde Klinge schießt, also wo er einen Hieb macht und dann fliegt noch so ein Angriff von dem Schwert aus weg. Das geht leider nicht, das finde ich etwas schade. Aber naja, man kann ja nicht exakt den Repliku aus Sodas Story kopieren. Dann wäre man vielleicht doch etwas zu stark, könnte sein, auf jeden Fall. Lass mal sein. Ja, ich glaube, ein Level-Up kann man schon noch mitnehmen. Ich meine, 140 Erfahrungspunkte ist ja nix eigentlich. Wir sind jetzt bei der Hälfte der Paarzeit. Das müssten wir noch hinbekommen. So, erstmal die Böllerwampe hier ordentlich zerlegen und dann gehen wir auch gleich auf die Panzerrüstung, dass wir möglichst viele Gegner treffen. Achso, das zählt aber ja nicht für Kombinationen. Leider stehen die Gegner gerade etwas weit auseinander. Da bringt uns der Panzerrüstung auch nicht unbedingt was. Na, ich wollte es eigentlich nicht damit aktivieren. Egal. Der Kampf ist eh vorbei. War das schon Level Up? Ja, hatten wir. Machen wir mal die Sinistra-Punkte. So, einmal noch heilen. Ne, wir sind fast voll, aber fast voll ist eben nicht ganz voll. Machen wir mal den Stand hier kaputt. Ja. Dann ich wechsle nochmal ganz kurz den Raum. Und dann probieren wir es einfach mal, wie es mit dem Boss hier jetzt läuft. Komme ich da nicht hoch? Ach, come on, Rico. Kann doch nicht sein. Als ob du dich da nicht festhalten kannst. Das ist quasi auf Augenhöhe. Ganz ehrlich, ich glaube, da wird sogar ich dann hochkommen. So. Dieses ganze Springen hätte ich mir zwar sparen können, aber naja, haben wir alles gemacht. Und Schlüssel des Anfangs und dann schauen wir einfach mal, wie es jetzt läuft. Gegen Jafar wahrscheinlich. Gegen wen auch sonst. Okay. Ich frage mich, ob Rico hier auch... Nee, doch nicht. Wahrscheinlich. Wir konzentrieren uns erstmal am Anfang wieder auf das Stechen von Karten. Wir nehmen uns den Panzerrüstung noch mit dazu, dass wir Jago leichter treffen können. Ich kann ihn aber auch nicht anvisieren, ne? Okay. Das Wichtigste ist jetzt erstmal Karten stechen, dass man auf jeden Fall in den Sinistra-Modus kommt. So, was haben wir da? Eine Gimmick-Karte. Schauen wir mal, lassen wir nochmal eine Aktion durchführen. Okay. Ja, mit ein bisschen angreifen muss ich trotzdem bei der ganzen Sache. Okay, sehr schön. Oh, natürlich geht's daneben. Ja, das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Da kam eine Karte runter. Was ist das? Okay. Reichweite plus. Dann nehmen wir jetzt mal... Nehmen einfach die Karte dazu. Solange wir jetzt noch den Sinistra-Modus haben, kommen wir da eigentlich ganz gut durch.
Aber interessant, dass sie hier bei Jafar alle Voice Lines irgendwie rausgenommen haben, weil normalerweise würde er da irgendwas sagen. Glaube ich zumindest. Na schön, aber das hat doch mehr als gut geklappt. Da haben wir eine Jafar-Karte. Also Jafar-Genie. Der Vollständigkeit halber. Level-Up gab es ja, anscheinend keins. Puh, es war aber eng. Ich glaube, es kam nicht mal weiter eine Mickey-Karte dazu. Den Kampf wollte ich jetzt eigentlich nicht starten. Das war jetzt eher versehentlich. Mickey, kommst du bitte her? Danke. So, das machen wir so. Ein bisschen heilen. Dankeschön. Dankeschön, Mickey. Und dann noch den kaputt hauen. Alright, dann gehen wir gleich zurück zum Refugium des Siegers, so schnell wie möglich, dass wir aus der Welt rauskommen und dann direkt noch ein bisschen Story mitnehmen können. Also Bossfight wird wahrscheinlich erst wieder kommen, wenn wir die ganzen vorhandenen Raumkarten verbraucht haben. Raumkarten sage ich, Weltenkarten. Das macht sowas ja auch bei Sora eigentlich fast immer. Außer als man dann ständig irgendwie gegen Repliken kämpfen musste. So, einmal hier. Und dann gehen wir einmal schnell durch. Aber interessant, wir haben wirklich bloß den Supertrank in Castle Oblivion. Das, wie wir am Anfang des Spiels ja gesehen haben. Sonst haben wir in den Welten anscheinend nie eine Itemkarte zur Verfügung. Das ist etwas doof. I take it you're Riku. Are you with Ansem? You are half correct. Let us say that he is not the Ansem with which you are familiar. He is Ansem, and he is not Ansem. Perhaps a nobody best conveys the idea. Riddles were never my thing. Try again. He belongs to neither the light nor the dark, but walks the twilight between. Oh. Catching on now? Oh, yes. You also stand in between the light and the darkness. It appears we have much in common. Maybe. Like you said, there really is darkness left inside of me. But so what? Darkness is my enemy. And so are you for reeking of that awful smell. Oh, so it's a fight you want. Very good. I shall take you on. Muss das sein? Okay. Mal wieder wechseln. Jesus Christ. Ich weiß nicht mal, was die der Jafar-Genie-Karte macht. Gleich mal Kartenstich. Ich habe sowas von jetzt schon wieder keinen Bock auf wechseln. Wenn ich das schon wieder alles sehe. Nee. Scheiße. Ich habe ja null Karten. Ich Vollidiot. Denkst du? Okay. Autsch. Das hat... Wow. Der Kerl zerlegt mich gerade ganz schön. Ach, come on. Habt ihr das gesehen? Das war mega eng. Wow. Hat einfach mal überhaupt keine Schnitte gehabt. Fuck. wir probieren's nochmal. Puh. Und ich hab mir schon wieder nicht angeschaut. Verdammt nochmal, ich hätte mir einfach anschauen müssen, was Jafar kann. Wisst ihr was? Ich geh jetzt Balls to the Walls.
und hau drauf. Ah, okay, wir haben direkt. Nein, hör auf, come on, ich habe eine neue Karte. So, benutzen einfach mal die sinistre Aura oder auch nicht. Weil sich so denkt, denied. Ich warte, bis er irgendwas. Komm schon. Ja, natürlich. Hä? Na, 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 so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Hatte ich nicht eigentlich eine Itemkarte? Oder dachte ich das bloß? Komm schon, benutze deine Eisnadeln oder was auch immer. So, starten wir mal das nochmal und schauen einfach mal, ob wir. Boah, das war doch nicht schlecht. Boah, das macht guten Schaden. Er hat wieder mal den. What the fuck? Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich übersehe immer, dass er diesen fucking Itemschutz aktiviert. Das war genau so wie in dem Einkampf in Traverse Town. Mein Gott. Es geht schon wieder los. Wechseln fickt uns wieder ordentlich. Das gibt's ja nicht. Ja, wir hatten ihn fast. Dieses Mal, ich sehe schon ein Licht am Ende des Tunnels. Dann würde ich jetzt aber trotzdem mal sagen, das war's mit Kingdom Hearts Chain of Memories für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und den nächsten Part, entweder starten wir dann direkt mit dem besiegten Wechseln. Oder, ja, wir machen den Kampf einfach nochmal. Werden wir sehen. Also, bis dahin. Ciao.